Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte vom Nirgendwo, aus meinem kleinen Bed & Breakfast. Und heute habe ich euch mal was von Lego Friends mitgebracht. Da habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht so viel gezeigt, wenn ich überhaupt was gezeigt habe. Bin ich jetzt mir gar nicht mehr sicher, wenn dann höchstens mal ein kleines Set oder so. Aber ich habe einige Lego Friends Set. Und gerade solche Sets wie das hier, die finde ich eigentlich recht cool. Es ist die 41311. Das hier ist die Anleitung. Eine Box dazu habe ich leider nicht, weil ich habe das Set irgendwo, glaube ich, mit 5, 6 anderen Sets zusammen gekauft. Und ja, ich fand diese Lego Friends Pizzeria eigentlich ganz cool. Also, ja, das hier ist mit den zwei Bauabschnitten gebaut. Die Anleitung und ja, nach knapp 70 Seiten ist man dann fertig mit Bauen. Hat dann die Teilliste und hier werden auch noch ein paar andere Sachen von den Friends von damals vorgestellt. Das ist von 2017 dieses Set. Ja, noch ein paar andere Dinge vorgestellt von Friends. Hier den Basketballkorb, den habe ich auch. Den habe ich, glaube ich, damals zusammen mit dem hier gekauft. Dann gibt es hier auch noch ein paar weitere zwei Sets. Ja. Wie gesagt, viele dieser Sets sind sehr farbenfroh. Also somit halt Pink und Violett und weiß ich was alles für Farben. Ja, das muss man mögen. Mag ich jetzt auch nicht immer, aber ich finde gerade hier diese Pizzeria, gut, von innen sieht sie dann ein bisschen anders wieder aus, aber gerade von außen, auch hier mit diesem italienischen Flaggenmuster, die hat doch was. Also, ich finde es schade, gibt es sowas nicht bei Lego City. Bei Lego City gibt es leider fast keine Gebäude oder nichts Gescheites. Oder dann nur so, ja, da kann man nicht damit spielen. Man kann es nicht hinstellen in der Stadt. Das hier, ich meine, wenn man hier so die Front anschaut, das passt doch super in der Stadt. Oder irgendwo an die italienische Riviera, wenn man sowas baut in seiner Stadt, so einen Strandabschnitt, wo dann so eine Pizza da ist. Ich war schon oft in Italien, habe ja früher in der Schweiz gewohnt und war da öfters in Italien und eine Pizzeria, die so ähnlich aussieht wie das hier, steht da an jeder Ecke rum. Also, das würde doch passen, auch bei Lego City sowas Ähnliches zu bauen. Es muss ja nicht so farbig sein, aber das Haus zumindest, so ähnlich. Naja, das sind Träume und träumen darf man ja schließlich. Wir haben hier zwei Minifiguren, ich habe aber leider keine Ahnung, wie die heißen. Bei Friends haben ja immer alle einen Namen, aber ja, ich weiß es nicht. Das hier ist ein Junge oder ein Mann, was auch immer. Das ist eine der Figuren. Was ich ja bei Friends nicht mag, sind die Figuren. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Die sind einfach nicht zu gebrauchen. Ich mag die richtigen Lego-Figuren. Diese Friends-Figuren, ja, die mögen für Mädchen vielleicht gut sein, aber ich glaube, die könnten auch mit den normalen Lego-Figuren genauso gut spielen. Hätten da kein Problem damit. Aber die sind halt auch so, du kannst mit denen praktisch nichts machen. Die können sich nicht richtig hinsetzen. Die können die Arme nur so, ja, nach oben und unten, da geht halt gar nichts, dass man da irgendwie auch noch vorne dann die Hand bewegen könnte. Eben, die können sich nur so umknicken, mehr geht da nicht, nach hinten geht nichts. Die Beine sind immer zusammen, also ja, da hast du halt bei den Lego-Figuren schon viel mehr Möglichkeiten, da was zu machen. Was hier bei diesem Set dabei ist, ist dieses Pizzamobil. Das habe ich in Italien auch schon tausendfach gesehen, so kleine drei Räder, die dann durch die Gegend fahren, Pizzen ausliefern und auch alles andere mögliche Dinge ausliefern. Gerade in Rom oder in Florenz oder in anderen Großstädten sieht man diese häufig. Aber auch auf dem Land. Also, hier hat es dann so ein Fach, da sind zwei Pizzakartons drin. Weil ja hier jemand die Pizzen ausliefern muss. Das sind bedruckte Teile. Und eben hier hat es auch ein Telefon, das ist auch bedruckt. Der Kleber hier für die Pizza, das ist ein Sticker.
Aber ein cooles Wägelchen. Halt, ja, da kann sich jemand reinsetzen. Das geht halt so einigermaßen. Und kann dann hier die Pizza ausliefern. Und dann haben wir die Pizzeria selbst. Hier hat es allerdings sehr viele Teile, die nicht fest sind. Aber ja, es sind auch schon die Messer und Gabeln sind mir da runtergefallen. Weil man, ja, wenn man das ja, transportiert, da fällt überall irgendwo was ab. Das ist nun mal so. Jetzt noch ein fremdes Teil, wenn das nicht hier reingehört. Was auch cool ist, ist dieses Nudelholz. Ich meine, das ist doch eine super Idee, Nudelholz. Ja, nur das wird halt auch nirgendwo befestigt. Das kann man hier vielleicht mal rein tun. Ja. Auch eben hier hat es überall Teller, Gläser, ein bisschen Blumen, auch hier vorne ein bisschen Blumen. Und schon seht ihr, fallen hier die Teller um. Macht den auch mal hier drin. So sieht dann das von innen aus. Hier hat es auch noch einen Käse drin liegen, also so ein Parmesan. Ein Mixer hat es da, sonst Soßen, den Pizzaofen, den finde ich auch ganz cool. Die Pizzen da sind allerdings auch nicht festgemacht, also die kommen auch raus. Ein Paddel wird dann als Pizzaschieber genommen, das ist doch eine coole Idee. Hier so eine Bestellliste oder eine Zutatenliste, sind die Pizzen rausgekommen. Es kommt halt da ständig irgendwo was raus, das ist ein bisschen mühsam, weil halt nichts wirklich fest ist, also viele Sachen nicht fest sind. Hier oben hat es dann zum Beispiel eine geschnittene Pizza, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt sehen könnt. Da drin hat es halt dann auch so, ja, Telefon mit Kasse hier und Geld. Da drüben hat es noch so Küchlein und eine Auszeichnung und die Pizzen fliegen wieder raus. Hier hat es auch eine Pfanne, da ist auch wie Tomatensauce, jetzt lasse ich die Pizzen hier draußen. Hier hat es auch noch eben Messer und Gabel. Ja, die sind halt sehr klein. Und hier in dieser Pfanne, da hat es dann noch hier Tomatensauce gekocht. Also, das ist doch ein super Set mit vielen kleinen Details. Und sowas mag ich halt. Also, das finde ich, also, ja. So sollten doch alle Sets sein, auch bei City. Ich meine, was will man mehr? Aber die könnte ich vielleicht hier hin machen, die Rolle. Stellen wir mal hier hin. Das könnte gehen. Die Pizzen mit rein und da die Kelle. Ja, ich finde es schade, dass es eben bei City nichts Ähnliches, Vergleichbares gibt. Die Häuser da, die sind einfach alle Schrott, muss man so sagen. Außer natürlich die Modularhäuser, die sind super, aber die sind ja auch nicht City. Bei City, das ist wirklich. Hier hat es auch relativ große Spielfläche gehabt. Hier hätte man auch die Mauer noch weiter nach hinten ziehen können. Aber man kann hier wenigstens spielen. Und man hat ein cooles Gebäude. Ich meine, wenn ich das so, hier eine Straße davor, da hat man doch ein cooles, eine coole Pizzeria. Passt in jede Stadt. Ich verstehe es nicht. Lego kann es ja. Macht es einfach nicht bei City. Bei City, da gibt es immer so Schrott. Und hier, das ist doch ein super Set. Wie findet ihr dieses Set? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde das sicher irgendwo dann bei mir in die Stadt verbauen. Werde es dann vielleicht hier hinten auch zumachen oder so. Vielleicht noch ein bisschen größer. Das weiß ich jetzt alles noch nicht. Das steht noch in den Sternen. Aber es ist doch ein super Set. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Set findet. Wie gesagt, die Minifiguren hier, diese Dolls, die braucht kein Mensch. Also ich auf jeden Fall nicht. Und ja, sonst aber super gemacht. Super viele Details. Vielleicht kriegt ihr das irgendwo auch gebraucht, gekauft. Kann ich euch nur empfehlen. Eben, auch die Teile hier, es hat viele in Tann. Die kann man auch für was anderes brauchen, rein theoretisch. Aber ich würde sogar von außen, würde ich das so, ja, da kann man so lassen im Prinzip. Da muss man nicht groß was abändern. Von den Farbkombinationen her passt das klar. Es hat da ein bisschen Flieder dabei, ein bisschen Violett. Aber es ist stimmig, finde ich. Und von dem her könnte man das so lassen. Hinten in der Küche, klar, da könnte man noch vieles verändern, aber so das Grundgerüst passt so für mich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem Friends-Set meint. Würde mich interessieren, ob ihr sowas wie das hier auch cool findet oder ob ihr
mit Friends gar nichts anfangen könnt. Oder ob ihr auch die Figuren gut findet oder ob ihr die schlecht findet, würde mich auch sehr interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne auch ein Abo da lassen, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das würde mich sehr freuen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Gang in die nächste Pizzeria, beim Lego bauen, beim Friends bauen, beim Spielen mit Lego. Auch alle anderen Sachen, die ihr macht, habt Spaß, genießt es und bis dann.